Wir sind wieder zurück beim Let's Play von Evoland und ja, ich weiß nicht, ob man es gerade sieht und ich nehme jetzt gerade nur noch einen Bildschirmmodus auf. Ich habe irgendeine Taste gedrückt, habe jetzt aber nicht mehr rausbekommen, welche das war. Und er nimmt jetzt nur noch einen Bildschirmmodus auf. Wir müssen mal, ich habe jetzt auch gleich geguckt, ob ich vielleicht irgendwo speichern kann. Ich werde mal irgendwo speichern. Das werde ich natürlich dann zusammenschneiden. So, was haben wir hier? Fallgescheiten, Wirbelwind. Ein sanfter Wind wird euch zum nächsten Fall führen. Ja, wo man speichern kann, da werde ich mal kurz einen Aufnahmestopp machen und das dann einfach sozusagen zusammenschneiden. So, hier kommen immer drei Wirbelstürme, die ich gerade gesehen habe. Und das war's dann. So, freigeschalten, Lichträtsel. Euer Abenteuer ist so stark. Ich will erstmal das hier machen. So, gib mir mal mein Herz wieder. Ich bin mich einmal runtergefallen. Hallo? Jawohl, einmal. Dafür haben wir aber ein Herz hingegeben. Und noch eins. Sag mal, ihr Viecher, ihr seid richtig nervig. Wisst ihr das? Na. So, eins haben wir tot. Hallo? Boah, wie hat denn der mich jetzt getroffen? So. Okay. Ein Lichterrätsel. Na, ich weiß doch schon, wie's... Weiß ich's? Ja, ich weiß es. Ich habe auch Angst, wenn wir jetzt ins Hauptmenü gehen, dass dann dieser Spielstand nicht gespeichert wurde. So, und dafür verliere ich also ordentlich Leben. Oh, ich höre was. Oh, 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 oh. Freigeschalten, ein Schlüssel. Ratet mal, wofür. Für nichts. So, so, so. Ja, das ging doch einfach. Und da ist ein Speicherpunkt. Na wunderbar. So, dann machen wir jetzt mal hier einen kleinen Aufnahmestopp. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Hab auch gleich mal den Sound noch ein bisschen runtergedreht. Der war nämlich wieder ziemlich hoch. Was ist das? Ach, ich glaube, ich weiß, die Viecher sind wieder respawned. Das soll uns mal nicht stören. So, wir gehen mal hier hin. Freigeschalten, Lava. Hier verwandelt sich in kein Obsidian. Warum nicht? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Passt auf, wo ihr hintretet. Warum hintretet? Okay. Sehr spannend. So, kommen wir vielleicht... Ja, wir kommen dahin. Oh, ich würde am liebsten gleich nochmal speichern. So, wir lassen die... Ach, wir müssen die kaputt machen. Ach nee, die schönen Herzchen, die wir jetzt hier verschwenden. So, aber dann lassen wir mal die da drüben noch. So, was haben wir hier? Freigeschaltet. Automatisch feuern. Gutes Timing ist der Schlüssel zum Erfolg. Okay. Ah, okay, da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Passiert, passiert. So, nochmal. So, jetzt haben wir es auch. Oh, wir kriegen übrigens ordentlich Schaden. Wie soll denn das jetzt hier klappen? Einfach rennen. Ah, nein. Sag mal. Eigentlich könnten wir gleich nochmal neu laden. So, wir laden nochmal neu. So, Lava freigeschalten. So. Hopp. Ja, ja, wir haben das Gefühl, ich soll aufpassen, wo ich hintrete. Das werde ich machen. So, jetzt brauchen wir auch wieder zwei Herzchen. So. Die haben wir jetzt. Und haben wieder eins verloren. Mensch, das ist aber auch... So, hier. Dann hier hochwärts. Dann hier rüber. Dann da lang, da lang, da lang. So, so, so. So, 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 so. Kommen wir hier drüben lang, ohne dass der uns... Ja, danke. So, jetzt hier. So,
Hä, ich stand doch daneben. So, jetzt aber. So. Speicherpunkt, wir brauchen einen Speicherpunkt. So. Na. Einfach rennen. Rennen. So, jetzt hier aufpassen. Oh, endlich. So, was haben wir hier? So. Dankeschön. Oh mein Gott, ich sehe viele Gegner. Was ist das hier? Vielleicht eine Hilfe für uns? Freigeschalten, Boss-Türschlüssel. Ja, sehr schön, aber wir müssen jetzt erstmal hier ordentlich loslegen. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja, ja, ja. Elena, warum kannst du mich nicht heilen? Heile mich bitte. Dich krieg ich. Nein, dich habe ich nicht bekommen. Jetzt aber. So, und nochmal. Haha, so, ich will erstmal die Feuermagier hier besiegen. So, kommt mal her gegen eine... Da war ein Grafikbug, ich habe ihn gesehen. So, ein bisschen haben wir besiegt. Naja. Okay, jetzt wird es langsam schon ein bisschen interessanter hier. Jetzt besiegen wir mal die Skelette. Zumindest hier die Fledermaus. Oh, dankeschön. So, komm mal her, wir locken dich mal hier in die... Ah, so, jetzt... Ah, das war scheiße. So, und, ja. Ah. So, und. So, du kannst jetzt auch mitkommen. Ich bin jetzt bereit für dich. Willst du nicht? So, war's das jetzt hier? Nein, da ist noch ein Skelett. Komm mal hier. So, mein Freund. So. Und so, na. So, müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Warum sammle ich eigentlich die Herzen, wenn wir jetzt eh gleich wieder sterben? Wenn wir jetzt zurück müssen. So, aber eins brauchen wir noch. Nee. Ich glaube, vier Herzen brauchen wir noch. Sehr schön. Nein, hier geht ein Gang auf. Boah, ich wollte schon sagen, wir müssen jetzt hier alles zurück. Eins. Zwei. Hat es vielleicht auf der anderen Seite noch ein Herz gehabt? Nein, da hat es nur Link. Hier ist übrigens auch irgendwas Verschlossenes. Hm. So. Und noch ein Herz. Wir haben vier Herzen. Ich würde gerne nochmal speichern, aber dafür müssten wir zurücklaufen. Und ganz ehrlich gesagt, nein. Hier konnte man ja nicht speichern, oder? Nee. Gut, dann heißt es... Auf in den Bosskampf. Hier ist schon wieder irgendwas. Ja, sehr schön. Wir brauchen uns aber nicht mehr heilen. Diese Macht des Bösen vor uns ist stark. Hoffentlich ist es nicht noch ein furchtbares Monster. Vielleicht ist es diesmal ja niedlich. Na, mit Sicherheit nicht. Ach, die Kleine ist schon putzig. Elena, da kommt etwas. Was bist du? Hier kommt ihr nicht vorbei. Hey, das sieht aus wie ihr, Link. Ist das ein echter Feind oder bloß ein Schatten? Was auch immer es ist, sein mag. Wir haben keine andere Wahl, als es zu bekämpfen. So, was müssen wir denn bei ihm machen? So. Ah, okay. Ja, ich habe es ganz schnell rausgekriegt. Aha. So, also hier mit diesen... Ja, genau. Wir können ihn so nicht angreifen. Gewöhnliche Angriffe scheinen ihn nicht anzuhaben. Aber... Okay, das war jetzt gerade sehr... für die Fledermaus. So. Wir müssen ihn mal so in diese Wand mehr locken. Oder an die Wand. So, jetzt genau. Ja. Das war jetzt zwar nicht gerade besonders. Na, das war zu knapp. Ja, ja, hau nur deine Feuerbälle. Sieht eher der Lord aus. Der Lord vom Link. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Komm mal hierher, komm mal hierher. Ja, das bringt uns nichts. So. Und wir haben schon wieder einen Schaden bekommen. Wir müssen aufpassen, wir müssen aufpassen, wir müssen aufpassen, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen.
So, komm. Oh, Game Over, drück auf. Oh, na wunderbar. Na gut. Müssen wir jetzt? Ja, wir müssen. Och nö. Dann machen wir das mal ganz schnell nochmal alles. Ich weiß nicht, ob wir schon diesen. Nee. Aber sie sagt uns gar nicht mehr, dass jetzt hier irgendwelche Fallen sind. Na, wir machen es einfach nochmal schnell, um zu zeigen, dass wir es auch richtig schnell hinkriegen. Richtig schnell. Kommen wir jetzt. So, nochmal probieren. Kommen wir jetzt ganz einfach wieder hier raus? Nein, das sind ja noch diese Viecher wieder gespawnt. Ich meine, das ist ja alles kein Problem. Wir hatten ja am Ende hatten wir ja genug von diesen, Ich will das einfach mal gucken. So. Da ist wieder dieses Vieh. Einfach mal zu gucken, ob was jetzt eben, ob das vielleicht so weit gespeichert ist, dass jetzt, dieser Spielverlauf, da ist er jetzt auch irgendwie gespeichert. Dass dieser Spielverlauf jetzt so weit ist, dass wir auch schon beim Endboss sind. Könnte ja natürlich sein. Wenn ich dann, ja, haben einfach mal grundlos hier rumgelaufen. Sind wir so weit gelaufen? Ach du meine Güte, ja, wir haben ja die ganze Höhle hier noch zu erkunden. Ob das so eine gute Idee ist, das kannst du mir übrigens mal geben. Einfach mal zu schauen. So, und dann, wenn nicht, müssen wir eben nochmal neu laden und das nochmal schnell alles neu machen. Aber ich will nicht durch diese Lava-Gelumps durch. Das ist mit hier momentan das anspruchsvollste gewesen in diesem ganzen. Warum ist die Kiste da nicht? Hä? Ja, wo kommst denn du jetzt her? Hau mal bitte ab. Ich brauche, muss übrigens nicht hier hin. Wir müssen, glaube ich, hier rechts. Ich sehe aber auch noch nicht die Boss-Truhe. Quatsch, dieses Boss-Zimmer. War das vielleicht... Nein, hier war... Ja, so. Hier ist übrigens auch noch eine Truhe. Ach, kannst du mal bitte gehen? Komm, geh jetzt. Ja, ja, ist gut. Wir kriegen unsere ganzen Herzen nachher eh gleich wieder. Aber hier können wir was öffnen. Ein Stern. Okay, das müssen wir uns merken, falls es nicht klappt, dass wir hier wieder zurückgehen und uns den Stern noch holen. Und ich hoffe ja... Ja, die Boss-Truhe ist offen. Der Bossraum. Okay, dann hat sich das ja schon mal in der Hinsicht gelohnt, dass wir jetzt wieder hier sind. Und wir kriegen auch unsere ganzen Herzen voll. Freigeschaltet, das war ein Unfall. Ihr habt 20 Töpfe zerbrochen. Gar nicht. Ich war es nicht. Es war ein Unfall. So, da kommt etwas. Das hat man jetzt schon gerade alles gehabt. So. So, einmal haben wir besiegt. Jetzt können wir uns mal um die Fledermäuse kümmern. Okay, das war jetzt gerade nicht so schön. Okay, ja, kann mit den Fledermäusen können wir uns wieder Heilung holen. Und da ist nochmal einmal Heilung. So, komm. Okay, das war blöd. Nein, nein. Oh. Ich dachte, es trifft oder nicht. Ah, Fledermaus. Komm. Na, das war zu knapp. Komm mal hier ein bisschen näher ran. Ja, mach mal von mir aus neue Fledermäuse. So. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich nur noch mal nicht aufgepasst. Aber wir schaffen das diesmal. So. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, aber wir... Es sieht noch gut aus. Jawohl, noch einmal. Ah, okay. Wir können noch einmal tot. Wenn eure Lebenspunkte zu Neige gehen, sorgt das Spiel dafür, dass ihr es merkt. Nervtötendes Geräusch. Gib mir Fledermäuse, komm. Komm hier hin. Wir haben es geschafft. Oh, gerade so. Oh mein Gott.
einen Speicherpunkt, wir brauchen einen Speicherpunkt. Nein, Diet, 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 Diet. So, was haben wir hier? Freigeschalten, legendäres Schwert. Sieht schwer aus, aber dafür sehr cool aus. Erinnert euch an einen alten Helden. Weiß gerade gar nicht welcher. So, das ist auf jeden Fall sehr spannend, das Schwert. Ich spüre frische Luft da draußen. Du kannst mich mal heilen. Ich glaube, wir haben den Ausgang der Mora-Mine entreicht. Schnell zu meinem Dorf. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Gib mir mal Heilung. Heilung. Auf freigeschalten. 3D-Kämpfer. Halte durch, bis die vierte Dimension eintrifft. Oh, sehr spannend. Das sieht ja schon richtig spannend aus. So, da greifen wir mal an. Und das ging richtig schnell. Ihr habt 120 Schild und 5 EPs gewonnen. Sind wir jetzt übrigens noch vom Level her, ja, wir sind noch Stufe 4. Also es wechselt sich dann mal ab. So. Komm her, du im Apitia. Okay, sie hat immer den ersten Schlag. Und wir sollten uns langsam mal heilen. Haben wir hier keine Karte? Zufälligerweise. So, bist du wieder der Erste. Warum bist du jetzt eigentlich... Okay, das... Okay. Maki, heil uns mal. Sehr schön. Und Link haut wieder drauf. Wie sie sich immer freut. So, was haben wir hier? Oh. Ist das hier drauf da unten? Oh, was sind denn das für... Was sind denn das für Zumba? Ah, okay, jetzt haben wir schon 3D-Zumbas. Ja, Angriff. Nein, du machst mal Heilung. Du bist nämlich fast down. Okay, du kannst mal einen Gegenstand benutzen, einen Trank für dich. Ja, genau, heile noch am besten die armen Gegner. Boah, Statschen, die wirft das jetzt auf die Gegner. So, und du kannst jetzt mal so einen Zumba angreifen. Okay, du sollst eigentlich nicht angreifen, aber von mir aus. Link hat Stufe 5 erreicht. Seine Werte für Angriff wurden erhöht. Und bei der Elena waren es wieder Verteidigung. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, freigeschalten. Vorgehender Hintergründe. Eine neue, viel detailliertere Art der Darstellung. Es geht. Endlich sind wir zurück. Hoffentlich geht es allen gut. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von den Ödnis verschlungen wurde. Reicht die Kraft des Kristalls aus, um uns zu retten? Weiß ich nicht, aber ich kann hier speichern und das werde ich erstmal tun. So, hallo. Willkommen in Aogai. Unser Dorf stand einstmals in voller Blüte. Und jetzt schaut es euch bloß an. Der Mana-Baum schützt einst das ganze Land. Doch jetzt ist etwas Mächtiges zur schwarzen Zitadelle zurückgekehrt und hat den Mana-Baum befallen, um die Ödnis zu verbreiten. Ich fürchte, bald wird ganz Aogai verschwunden sein. Oh, was hat denn der als Amlente noch gesagt? Können wir mit dir nochmal reden? So, bla. Aogai verschwunden sein. Und damit ist es nicht zu Ende. Gut, das wollte ich noch wissen. Können wir in Häuser hinein? Wir können nicht mal in Häuser hinein. Willkommen zu Aogai City. Wird geladen. Oh, jetzt haben wir einen Ladebildschirm. Ich glaub's nicht. Ich habe in letzter Zeit beunruhigende Gerüchte gehört. Man sagt, dass selbst der heilige Hain im Süden der Verderbnis einen Hain gefallen ist. Das war solch ein wunderschöner, ruhiger Ort. Wenn das stimmt, fürchte ich, es gibt keine Hoffnung mehr. Ich werde dich retten. Link ist hier. So, wird geladen. Wir haben jetzt Ladebildschirm. Ich glaub's nicht. So, was haben wir hier? Freigeschalten, unruhiges Kind. Er rennt den ganzen Tag lang herum. Ja, sowas findet man öfters. So, was kann man mit den... Kann man mit denen reden? Wir müssen dem mal sich einen Weg stellen, so ungefähr. Okay, er läuft einfach durch. Ja, ihr wisst schon. So, freigeschalten, Kartenspieler. Seid ihr spielbereit? Kartenspieler? Ich liebe Doppelzwilling. Nur das Spiel selbst, sondern auch das Suchen der Karten.
Die meisten sind zwar ziemlich leicht zu finden, doch die allerbesten sind gut versteckt. Na, zu gern würde ich eines Tages einen kompletten Satz sehen. Ich hab glaube keinen Satz. Was auch immer passiert, wir dürfen nicht versagen. Wenn ihr auf eine nette Party Doppelzwing aus seid, seid ihr bei mir goldrichtig. Ja. Wählt den Stapel, gegen den ihr spielen möchtet. Wenn ihr gewinnt, gibt es weitere Stapeln. Machen wir einfach mal einen einfachen. So. Okay, ist das jetzt so ähnlich wie Yu-Gi-Oh? Den haben wir ja noch gar nicht gesehen. Wir spielen den mal. Schau diese Karte an. Ich verstehe das gerade nicht. Was ist, wenn ich jetzt mal ihn hier hinlege? Zu... Ach, man muss, glaube ich, vielleicht... So. Kein gutes Blatt. Okay. Was ist, wenn ich jetzt ihn hier da oben ranlege? Muss man vielleicht immer 4-3 oder 3-4 machen? Nehmt das. Oh. Oh. Vielleicht so. Haha. Schaut diese Karte an. Ja, und? Oh, wir können aber auch nichts mehr machen. 2-4, 2-4. Aber wir haben, glaube ich, nicht gewonnen. Ach, wir gewinnen. Perfekt. Wir haben gewonnen. Ich habe das Spiel zwar... Doch, ich habe es jetzt schon begriffen, aber am Anfang nicht. Freigeschalten, Kartspieler. Ihr habt eine Runde Doppelzwing gewonnen. Okay, und was will ich jetzt nochmal? Was auch immer passiert, darf nicht was sagen. Ich würde gerne mal noch eine Runde spielen. Und zwar nochmal einfach. Oh, jetzt haben wir neue Karten. Ich spiele mal ihn hier in die Mitte. Ja, das ist nicht schlimm. So, wir spielen mal... Die möchte ich noch nicht spielen. Die auch nicht. Wir spielen mal die Karte, weil... So, hier oben hin. Weil hier oben kommt eh keine 1 mehr hin. So. Okay, und er hat seine Karte mit 6 verspielt. Dafür können wir jetzt mit dieser Karte oder mit dieser, wir mit dieser Karte auf jeden Fall hier mal gleich 2 von ihnen holen. Okay, was macht er denn jetzt? Er spielt eine 3 und holt uns... Oh, und die werden wir nicht wiederbekommen. Dafür bräuchten wir eine 8. Wir nehmen mal... Obwohl, na gut, wir können eh nicht mal nach rechts spielen. Also von daher machen wir mal so. Okay, was macht er jetzt? Mal sehen. Gar nichts. Okay, wir haben wieder gewonnen. Gut, da spielen wir mal Mittel, würde ich sagen. Jetzt, wo wir es begriffen haben. Diesmal hattet ihr ganz schön Glück. So, komm. Was auch immer passiert, wir müssen nicht mal sagen. Wir spielen mal Mittel. So, er hat auf die linke Seite eine 8 gespielt. Also können wir auf jeden Fall die 8 schon mal überhaupt nicht stechen. Deswegen legen wir da mal eine 1er Karte hin. Die ist eh weg. So, hier oben hat er eine 4er Karte hingelegt. Da wäre es sehr praktisch, wenn wir da eine 5er Karte hinlegen. So, dann haben wir nämlich 2. So, jetzt haben wir alles blau. So, er legt da eine 3er Karte hin. Das ist der schlechteste Zug, den ich je gesehen habe. Du hättest die 7er Karte aufheben können. So, wir haben schon gewonnen. So, was macht er jetzt? Schaut her. Oh, wow. Oh mein Gott. Komm, du kriegst den hier. Ist eigentlich egal, welche wir jetzt nehmen. Wir haben komplett gewonnen. So, komm. Wir möchten schwer spielen. Oh, oh, oh. So, wir überziehen übrigens. Ich will mal erstmal gucken, was haben wir hier wieder als leichteste Karte? 1er Karte. Stellen wir mal hier hin. Oh, 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 okay, okay, okay. Wir holen uns aber mal die 1er-Karte wieder.
besser. Und er wird sich jetzt auch wiederholen, ja. Ist schwierig. Leg mal die Viererkarte hier hin. Oh, okay, er wird gewinnen. So, uns bleibt nichts mehr weiter übrig, außer mal hier oben die Karte uns zu holen. Steht's 3-4. Und ja, also gut, wir müssen mal noch eine Runde spielen. Das haben wir aber leider nicht geschafft. Was ist überhaupt das Stern? Hier los. So, okay, wir machen nochmal. Wir wollen schwer spielen. Jetzt brauchen wir aber immer neue Karten. So, ich möchte diesmal bitte... Die Karte lege ich mal hier oben hin. Ah, okay. Also er hat wirklich sehr starke Karten. Die können wir uns wiederholen, indem wir die hier hinlegen. Aber er wird stärkere Karten haben. Oh mein Gott, mit einer 9er Karte. Können wir die... Mit einer 8er Karte könnten wir uns die wiederholen, aber das war's auch. Ich lege mal hier oben dran eine Karte, die bleibt ja zum Glück. So, jetzt haben wir hier eine Karte. Wir können uns keine Karte wiederholen. Wir müssen dann wirklich jetzt mal hier noch die Karte hinlegen. Er wird sich die Karte aber holen. Mit Sicherheit. Ja. Okay, wir brauchen also neue Karten, um hier voranzukommen. Ja, ist gut. Wir haben es verstanden. So, das war knapp. Gut gespielt, danke. So, was wir aber auf jeden Fall noch alles hier Schönes in Evoland erleben werden, ne, das sehen wir auf jeden Fall erst in der nächsten Folge. Kann ich denn jetzt mit dieser Person reden? Oh, ja, ich konnte ihn reden. Moment, das müssen wir noch. Herumzurennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber mit Feuerwerk spielen. Nein, das tust du nicht. Du bist ein Kind, du darfst nicht mit Feuerwerk. Du darfst schon, aber es ist zu gefährlich, mit Feuerwerk zu spielen. So, da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi!